So, und da sind wir dabei, Ancestors. Alter, ich habe gerade gedacht, da kommt irgendein Viech an. In der letzten Folge haben wir uns weiterentwickelt. Und den Standort gewechselt. Weswegen wir jetzt in sehr großer Gefahr sind. Denn, nun ja. Hier ist eine sehr große offene Fläche. Deswegen haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann hier abhauen. Oder ich kann versuchen, das hier sicher zu machen. Ich werde erstmal probieren, ob ich es sicher machen kann. Haben wir sogar Honig. Ja, den will ich noch mal. Problem ist, der baut das halt genau dort, wo er steht, hin. Oder sie. Eigentlich bin ich hier ja ein Weibchen. So, hier wurden wir letztens von einem, war es ein goldener? Ich glaube, es war ein goldener Makairodus. Attackiert. Ich hoffe mal, der kommt wirklich von dort unten oder so. Hier vorne ist halt auch noch mal so richtig viel frei. Ich glaube, dann mache ich einfach von hier nach da. Genau wo der Typ da sitzt, mache ich zu. Dann gucken wir von dort aus mal weiter. Weil hier ist nicht mehr so viel an Stücken. Du kommst mit, damit ich mehr Punkte kriege. Ich fühle mich ein bisschen schneller. Möchte ich nicht. Ja, wenn ich richtig stehe, soll das da auch hinstellen. So, dann müssen wir gleich nochmal ein paar Kinder machen. Es wird mir kalt. Hier unten wird auf jeden Fall nicht mehr so leicht irgendwas durchkommen, aber oben wahrscheinlich. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob die halt wirklich diesen Weg da laufen oder ob die einfach reingespawnt werden. Weil letztes Mal war halt auch direkt einer oben, als ich da auf den Berg geklettert bin. Und das würde dann ja eher heißen, dass die reingespawnt werden. Dann bringt uns das Ganze, was ich hier jetzt mache, auch nicht viel. Ich weiß auch nicht, ob das alles hält, wenn ich eine Evolution oder so mache. Oder ob das irgendwann kaputt geht. Wenn es halten würde, wird es sehr cool sein. Andererseits wird es auch wenig Sinn machen, wenn es tun würde. So, noch eins, dann habe ich das hier auch komplett zu. Dann muss ich da noch machen. Man hier auch nicht mehr durchkommt. Hier noch alles. Und dort drüben. So, gegen Kälte konnten wir auch was unternehmen. Ging das hier mit? Habe ich zu spät gemacht.
Nee, das war nur für Blutungen, ne? Das war nur für Blutungen. Irgendwo sind da draußen noch zwei. Und ein Kind halt. Mit einer Mutation. Das hätte ich schon gern wieder. Was ist denn das? Irgendeine komische Beere. Holunderbeere. Ich weiß nicht, ob die gut ist. Ich meine nicht. Oder? War da nicht irgendwas mit Holunderbeeren, dass die schlecht sind? Sieht auf jeden Fall schon mal eindrucksvoll aus, was ich hier hingebaut habe. Wäre jetzt nur toll, wenn es aufhören würde zu regnen. Und wenn ich das Kind hier außerhalb finden könnte. Weil ich möchte jetzt eigentlich nicht die Mutation da verlieren. Reichen. Woran mangelt es mir denn gerade? Trinken, essen. Ich habe auch noch nicht genau lokalisiert, wo ich bin. Ich vermute hier nur, dass ich an diesem einen Ort bin, wo ich einmal direkt attackiert wurde. Ist auch irgendwie konstant dunkel, ne? Aber kein Wunder, ist ja auch gerade nachts. Aber eben war halt auch sehr dunkel schon. Ich glaube, ich bin müde gerade. Jetzt blöd. Jetzt essen die da richtig viel wieder von und werden auch alle krank. Trinke ich besser hier die ganze Zeit, damit die das auch wegkriegen. So, wo sind denn die anderen beiden hier? Da hinten ist ein Kind. Wo habe ich das Bett hingetan? Ich hatte hier doch eins. Irgendwo hier habe ich ein Bett hingetan. Da möchte ich gern gerade die Kinder hinlegen. Dann kann ich nämlich die anderen Kinder, die da weiter weg sind, hier näher ranbringen. Die sind mir zu weit weg.
haben die hier mein Bett weggemacht. Ne, hier ist es. Ist nur sehr unsichtbar. So, ein Kind ist da und das andere da vorne. Ihr seid viel zu weit draußen. Wäre dann besser, wenn ich hier unten direkt eine Mauer hinsetze? Sollte, glaube ich, genügend Platz dann geben. Ich muss jetzt aber, glaube ich, erstmal pennen hier. Aber eben in die Evolution gucken, habe ich da irgendwas? Nicht wirklich. Gib mir bauen. Das hätte ich vorher holen sollen. Nee, schlafen. Und dann hoffe ich einfach mal, wir werden hier nicht attackiert. Das war genug. Natürlich fängt es dann wieder an zu regnen. Ich bräuchte mal wieder ein paar Stücke. Das hier muss noch zu... Ich kann ja leider nicht sehen, wie die ganzen Stellen hier heißen, sonst würde mir das ja helfen. Dann wüsste ich ja, wo ich hier jetzt bin. Der kam reingespawnt. Komm her, du. Ist mir hier zu gefährlich. Geht das so rum überhaupt? Da unten sind auf jeden Fall wieder Stöcke. Den Schleifer weggetan. Ja. Ist mir egal, ich brauche eh nur die Stöcke. Jetzt kommt er hier bestimmt eh gleich wieder an. Ich weiß halt auch nicht, wann die wieder nachspawnen, die Stöcke. Jetzt im Moment sind die nämlich nicht da.
Und wenn der eben schon hier ankam, dann wird er gleich auch nochmal ankommen. Portet sich bestimmt hier wieder in den Stein rein. So, ich nehme mal zwei mit, auch wenn ich nur einen brauche eigentlich. Keine Ahnung, ob das klappt, wahrscheinlich nicht. Warte mal, ich habe schon ein paar gebildet und habe schon Kinder, ne? Ja. Das bringt mir dann noch nichts. Hinten sind die anderen alle. Warte, warum bist du rot? Keine Ahnung. Wollen wir wieder erkunden? Ich meine, hier sind direkt Sachen. Die sind ein bisschen weiter weg. Gibt's ja nur noch eine Stelle, die ich hier zumachen müsste, und die wäre da unten. Aber ich hoffe einfach mal, in der Zeit kommt hier jetzt keiner an. Das ist eine Höhle. Ne, da will ich jetzt mal reingucken. Bin das letzte Mal nicht in eine Höhle reingegangen, als ich eine gesehen habe. Was haben die denn hier drin? Spinnenweben. Und Spinnen. Und die tun mir auch noch weh. Ja, gut. Warte, was ist das? Das ist Obsidian, ne? Dann ist ja auch noch ein Gebiet, was ich nicht kenne. Lass mal fallen. Was ist das? Nichts Gutes. Kann ich das Wasser hier trinken ohne Probleme? Scheinbar nicht. Gefällt mir überhaupt nicht. Geht's auch noch weiter.
ist irgendwas in dem Wasser drin. Kann ich bitte die Zone hier erreichen? Die ist da vorne. Neues Werkzeug, Edelstein, blauer Achat. Diese Höhle ist die Hölle. Da könnte ich was trinken. Ich möchte gerne mein Zeug so hinlegen, dass ich da direkt Zugriff drauf habe. Keine Ahnung, ob ich hier Hunger habe gerade oder ob ich Durst habe oder müde bin. Da sind die Spinnen wieder alle. Ich habe wieder diese komischen Streifen. Habe ich jetzt Hunger oder bin ich müde? Mal getrunken habe ich ja jetzt. Hier unten sind noch Sticks, dann könnte ich mir da oben auch wieder zu bauen. Ich werde jetzt erstmal den Stein oben abliefern. Ich glaube, ich habe Hunger. So, Stein. Hier hin. Die essen mir das jetzt eh alle weg. Was habe ich denn da gefangen? Krebs. Ja, Krebse sind scheinbar nicht gut für mich.
Und das hat mir mehr Allesfresser gegeben. Ich möchte mich gerne ins Bett legen. Falls das geht. Die sitzen hier doch im Bett, oder nicht? Ach, die Expedition kann ich beenden, aber nicht ins Bett gehen. So, Evolution. Angewandte Kraft. Und was gibt das? Das gefällt mir doch. Besser Sachen verändern können. Gewöhnung an Pilznahrung. So, hatte ich hier nicht auch tolle Sachen? Ja, das will ich sowieso. Dass ich nichts mehr fallen lasse. Weniger halt fallen lasse. Ich möchte die selber ausweichen. Werde ich gleich mal erkunden, gucken, ob ich nicht vielleicht doch noch einen weiblichen Affen hier finde. Das wäre ganz nützlich. Hole ich auch noch. Das hier ist mehr so eine Verteidigungsepisode. Das hat nicht mal gereicht. Das hier. Reicht das? Wird alles nicht reichen, das weiß ich sowieso. So. Kommt die Säbelzahnkatze denn hier wieder an? Der goldene Makairodus, wo bist du? Das da hinten ist doch die Krokodilinsel, oder? Das ist da vorne. Also heißt das, hier irgendwo in der Nähe muss der andere Meteorit sein. Falls er noch da ist.
aber leider keine Ahnung, wo der ist. Ich sehe hier nicht mehr den Rauch. Könnten wir vielleicht von weiter oben ein bisschen besser sehen. Falls da noch Rauch ist, kann gut sein, dass der weg ist. Ist das da Rauch? Das ist eine Wolke. Vielen Dank, Rauch. Da ist eine Schlange. Gut, dass ich da einen Bonus drauf hatte gerade. Irgendwie kommt mir das hier auch bekannt vor, aber sieht wahrscheinlich einfach nur gleich aus. Hier sind aber zwei von denen. Bestimmt der Makairodus hier auch irgendwo. Der verfolgt mich, ich weiß das. Ich kenne den doch, der spawnt hier bestimmt gleich rein. Den Meteoriten hätte ich halt schon gerne, damit wir die Punkte verdoppeln. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit diesen besonderen Steinen da war, ob die einem auch so Punkte verdoppeln. Kann sein. Wäre cool, wenn ja. Er rennt da weg. Ne, warte, der kommt an. Jetzt habe ich den so schön weggejagt die ganze Zeit und dann interessiert es den nicht. Kann ich den mit einer Kokosnuss angreifen? Scheinbar nicht. Was ist das denn da? Also das ist auf jeden Fall ein schwarzer Makairodus, aber daneben ihm. Das haben wir doch schon gesehen, oder nicht? Nimmt der sich hier meinen Kill? Hä, hier war doch eben noch was. Wo ist das hin? Hier war gerade noch ein Viech. Ist hier reingegangen? Ist der Makairodus wieder? Kämpfen die? Die kämpfen.
komischer Riesen Tausendfüßler. Immerhin hat er den Makairodus gekillt. Warum auch immer der da jetzt wieder drin war. Dann habe ich ihn gekillt. Heißt das, ich bin stärker? Wahrscheinlich. Generell müssen wir mal mehr Tiere killen. Anstatt immer nur kurz die attackieren und dann weglaufen. Der abgelegene Höhleneingang. Ich bräuchte einen Stein, damit ich den eben auseinandernehmen kann. Da kommt schon das nächste Warzenschwein. Kommt hier sogar noch rein wahrscheinlich. Finde ich ja interessant, dass der so schwach war. Muss ich auch mal essen. Das soll gut Punkte geben. Aber das ist natürlich auch nicht gut für mich. Ja, ewig. Und einen Knochen. Der harte Knochen. Kann ich hier auch was trinken? Riechen. Sollte da funktionieren. Ich leg mal eben den Knochen hier hin. So, das hat mir wieder ein bisschen was Allesfresser gegeben. Ist hier sonst noch irgendwas in dieser Höhle, was auf mich wartet? Ich höre wieder ein Geräusch. Ist hier wieder so ein Stein? Da ist wieder so ein Stein. Ja, den kenne ich schon. Auch Punkte, hier einfach so durchzulaufen. Kann ich den Stein denn nutzen, um da oben dem Tausendfüßer da offen zu machen? Damit man an das Fleisch rankommt. Ja.
Dann mache ich das mal, dann habe ich das nämlich als Erfolg. Und ich werde müde. Legst du den Stein da mal eben hin. Und dann isst du das. Wird wahrscheinlich nicht gut sein. Und dann penne ich hier gleich einfach in der Höhle. Ich meine, was soll da ankommen? Außer noch so ein Viech. Das geht schnell runter, der Effekt. Ich meine, du musst jetzt nicht noch was davon essen. Das ist jetzt nicht notwendig. Hin. Dann pennen wir die Nacht durch. So, wo ist das andere Warzenschwein hin? Das ist doch hier rumgeklettert. Aber das können wir uns schon mal für demnächst merken, dass hier ist nicht so eine tolle Stelle. Ich höre wieder ein Warzenschwein. Ist da oben irgendwo. Hey, ich will euch mal eine Kostprobe geben von meiner neuen Waffe. Was haltet ihr davon? Was war das denn? Ah, Affe. Und Weibchen. Hast du Hunger? Da haben wir was zu essen. Es musste ja nicht unbedingt gut tun. Könnte natürlich auch die Wildschweine hier einfach killen. Vergiftet ist der. Kämpfe. Die sind aber noch in Gefahr. So, da unten möchte ich hin.
Kann ich die damit überhaupt killen? Wenn ja, dann dauert's lange. Das hier sieht tot aus. Ach, das haben wir auch noch nicht gemacht. Todeszone im Waldgebiet. Also, spätestens wenn ich hier ankomme, ist das hier die Todeszone. Oder war direkt noch so ein Teil? Geht er nicht weg? Geh! Kann der nicht weg? Ist hier ein Boden drin. Hier unten drunter. Geben Energie wiederholen. Warum habe ich so wenig Energie? Ich habe doch gegessen, getrunken, sonst alles. Geht so schnell runter. Das sind wieder Steine. Ja, mal was. Ich muss die auf jeden Fall zurückbringen, damit wir da neue Kinder machen können. Da unten. Das ist tief. Das wäre fast tödlich gewesen. Da mal runter. Ist das hier sicher? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Aber dann wiederum, was soll hier schon großartig runterkommen? In der Richtung. Energie geht übelst runter. Warte eben kurz. Da ist es. Was ist das da unten?
so sicher ist. Ich meine, da musst du wahrscheinlich wenig zubauen. Sei denn, da gibt es noch einen anderen Weg rein. Auf jeden Fall Wasser, da kann ich mal eben hin. Und dann geht's wieder zurück. Sieht interessant hier aus. Trinken ist wahrscheinlich echt, was mir fehlt. Ja, da kann ich relativ viel Punkte gerade mitmachen. Jetzt klappt aber nicht mehr. Dann gucke ich mal, was ich da vorne finde. Ich nehme aber einen Stock mit. Für den Fall der Fälle. Ist noch so ein Stein wieder? War auch wieder einer, den ich kenne, ne? Aber hier scheint es nicht rauszugehen, einfach so. Also das hier wäre sicher. So wie es scheint. Hier wird keiner einfach so runterkommen. Gefällt mir. Aber wir gehen jetzt erstmal zurück. Werden uns da ein bisschen nochmal paaren mit der neuen. Sind vor allem die ganzen Kinder nicht automatisch verwandt? So, wo ist zu Hause? Da hinten. Eben kurz warten. Kann ich, glaube ich, gar nicht hier dran. Da muss ich hier stehen. Irgendwas fehlt mir trotzdem noch. Also Müdigkeit kann es nicht sein. Ich habe ja eben gepennt. Aber Hunger kann es eigentlich auch nicht sein, weil ich eben gegessen habe. Macht keinen Sinn. Ist da noch irgendwas dazwischen? Du bist ein neuer. Ein weißer Makarodus. Den haben wir auch noch nicht gesehen. Ja, das hier ist nicht sicher, das Gebiet. Aber da unten wäre es sicher. Wenn er nochmal ankommt, dann gebe ich dem einfach mit dem normalen Stock hier was, weil das habe ich auch noch nicht gemacht.
Wir müssen jetzt erstmal zurück. Der folgt uns doch mit Sicherheit. Vielleicht habe ich echt Hunger. Ich habe die Nebelschwaden. Kurz ausruhen. Dann runter da. Bin wieder zu Hause. Ist erst was. Das werden wir wohl essen können. So, wo ist das Bett? Das würde ich mal einfach hier jetzt eins hin, das ist mir zu blöd. Ja, das ist hier zwar direkt daneben, aber das ist mir wirklich zu blöd, da immer wieder nachsuchen zu müssen. Expedition beenden. Du gehörst jetzt dazu. Direkt dort hinten hingegangen, ne? Nehmen wir mal dich und suchen uns da jemanden raus. Kreis weiblich bringt mir nichts. Kreis weiblich bringt mir nichts. Hat schon ein paar. Machen wir hier zweimal Park. Die Sinne schon wieder. Und dann machen wir eine Evolution. Machen wir eine Evolution. Wir machen hier auf jeden Fall erstmal das hier. All die ganzen Punkte ausgeben, die wir hier haben.
wahrnehmbare Zeit, was? Ach, ich kann schneller auf Bedrohung reagieren. Was haben wir hier? Das möchte ich auf jeden Fall. Dass man sich besser von denen ernähren kann, fände ich gut. Ich könnte da jetzt halt 6 festmachen, weil ich 6 Kinder habe. Dauert ewig. Ja, wir gehen mal in der Generation voran. Was ist das? Das will ich auf jeden Fall haben. Ich auch haben. So möchte ich das haben. Und das können wir überspringen. Jetzt brauchen wir wieder neue Kinder. Ich hoffe mal, wir haben hier genügend Weibchen hier wieder. Das werde ich dann offscreen machen, die ganzen Kinder. Das sieht aber gut aus für Weibchen. Das sind relativ viele. Das sind nur Weibchen. Irgendwie. Das ist ein Männchen. Ah, das könnte gut sein. Ja gut, dann würde ich mal sagen, ich mache dann bis zur nächsten Folge hier wieder neue Kinder und wir sehen uns dann dort wieder. Ciao!